Ich grüße euch Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass ich mir in Fortnite meinen allerersten Skin gekauft habe. Und das war der Skull Trooper tatsächlich mit der Sichel. Und es haben viele Leute von euch immer wieder gefragt, Oleg, zeig mal deinen Spind. Und ich dachte mir, okay, nach einem Jahr könnte ich es mal machen, auch wenn ich diese Art von Videos nicht unbedingt feiere oder so, jetzt irgendwie so rumzuflexen, so das ist mein Spind, so viele Tausende von Euro habe ich ausgegeben, habe ich nicht, Leute, ich habe gar nicht mal so viel ausgegeben, ich bin auch so ein Sparfuchs manchmal, also den ein oder anderen Skin habe ich mir schon geholt, aber ich bin jetzt nicht komplett ausgerastet. Gehen wir mal über alle meine Skins drüber, ich kann euch gerne alles zeigen, die Battle Pass Skins werde ich versuchen so ein bisschen zu überspringen, aber all diejenigen, die es sich gewünscht haben, das ist mein Spind nach einem Jahr Fortnite. Und als kleine Info am Rande, Hashtag Werbung, das Support the Creator Programm ist ja momentan am Laufen bis zum Ende des Jahres von Epic Games. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Namen dort eintragen würdet und jedes Mal, wenn ihr was im Shop für V-Bucks kauft, also sei es ein Skin oder im Rettet die Welt Lamas, dann supportet ihr mich mit 5%. Der V-Bucks, die ihr dafür ausgebt, es ändert sich für euch nichts. Epic Games supportet einfach nur YouTuber und Streamer jetzt mit diesem Programm bis zum Ende des Jahres. Dankeschön an jeden Einzelnen, der dort meinen Namen als Creator eingetragen hat. Beginnen möchte ich hier mit Nightlight. Diesen Skin habe ich mir zu Baal gekauft. Ich habe mit Asmugel zusammengespielt und wir haben im Partnerlook gespielt. Er hat den männlichen Skin gehabt und ich diesen. Das ist mein einziger grüner Skin. Mehr habe ich nicht. Skull Ranger musste auf jeden Fall sein. Habe ich mir jetzt vor kurzem geholt, als er neu reinkam. Zu meinem Skull Trooper natürlich. Nostalgie ein bisschen. Ja, es musste sein. Mein allererster Skin. Und dann nochmal in der weiblichen Variante. Finde ich sehr geil. Weiter geht's hier im Battle Pass Skin. Finesse Finisher, genau. Meiner Meinung nach sind diese Fußballskins mit die besten Skins gewesen. Man hat mit am meisten für sein Geld bekommen, weil es einfach so viele Styles davon gibt. Also hier die ganzen einzelnen Flaggen. Ich habe hier 69 drauf, ne? Meine Zahl. Und ja, finde ich ziemlich cool. Habe ich auch sehr, sehr lange gespielt in ganz, ganz vielen verschiedenen Farbvarianten. Dark Bomber habe ich mir geholt, Bright Bomber habe ich mir nie geholt, weil er einfach gefühlt von jedem gespielt wurde und es ist halt einfach so ein Schwitzer-Skin gewesen. Blue Team Leader von PlayStation Plus, das ist ein Battle Pass Skin, das war ein Starter Pack Skin, genau, nicht der erste, aber zweite oder dritte Starter Pack Skin, lohnt sich eigentlich immer, 600 V-Bucks plus Skin und Backbling ist eigentlich immer geil, können die ruhig häufiger bringen. Whiteout habe ich mir geholt, eigentlich wegen dem Backbling. Ist ja so ein Rucksack mit einem Ninja-Schwert oder beziehungsweise mit so einem kleinen Katana. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Dieser Superhelden-Skin Venturion musste sein, weil es mich an so 70er, 80er Jahre Superhelden erinnert, wo die Superhelden noch ihre Unterhosen über der Hose getragen haben. Deswegen habe ich mir den geholt. Das war Twitch Prime Trailblazer. Das war ebenfalls ein Starter-Pack-Skin. Finde ich halt sehr geil. Das war Battle Pass, einer meiner Lieblingsskins aus der letzten Season im Battle Pass, finde ich wirklich sehr geil. Ich glaube, das ist sogar der Lieblingsskin von Daequon. Genau, war auch auf jeden Fall aus dem Battle Pass einer meiner Lieblingsskins. Twitch Prime, das erste Paket, Battle Pass. Das ist der Oleg, den nenne ich immer Oleg, obwohl der jetzt, ich weiß, er sieht mir nicht ähnlich, ich habe aber damals den Joke gemacht, so ey, das ist mein Skin, das bin ich, bin im Game mit Bart und mit Brille, oder beziehungsweise Sonnenbrille, aber ja, ich nenne ihn einfach mal Oleg. So, das ist mein OG-Skin, Leute, Skull Trooper in lilaner Farbvariante, das war mein allererster Skin, den ich mir gekauft habe, zusammen mit dieser Sichel und das Besondere an diesem Skin war damals auch, es ist ein epischer Skin, aber dieser Skin hat nur 1200 V-Bucks gekostet, ja. Der war tatsächlich damals günstiger, 1200 V-Bucks, nicht so wie alle anderen epischen Skins 1500. Selbst der Ghoul Trooper hat 1500 gekostet und der hat nur 1,2 gekostet. Auf jeden Fall in meiner Top 3 meiner Lieblingsskins. Also, sagen wir so, reden wir mal im Top 5. Der ist auf jeden Fall in der Top 5, der ist in der Top 5 und der ist auf Top 1. Das ist... Leute, das ist mein Lieblingsskin, Shadow Ops. Ich weiß, er ist sehr häufig im Shop, aber den kauft sich gefühlt niemand oder kaum jemand. Und ich liebe einfach diesen Skin, dieser gesamte Style, dass der Arm, der eine Arm so offen ist, der andere Arm so ein bisschen so robotermäßig, die Frisur, wirklich top. Das ist mein absoluter Favorit, werde ich, glaube ich, bis zum Ende von Fortnite immer wieder zocken. Den habe ich, glaube ich, auf dem Skin habe ich, glaube ich, auch meine höchste Playtime bisher in Fortnite und bestimmt auch meine meisten Siege. Ich liebe diesen Skin einfach.
Battle Pass Skin Rustlord, Rook finde ich ganz cool, auch Battle Pass natürlich. Das war der erste 5€ Skin im Starter Pack, das erinnert so ein bisschen an Halo von der Maske her. Master Chief, Battle Pass, Rapscalion finde ich ganz cool. Die waren ja auch von Reddit eigentlich vorgeschlagen. Es gibt ja generell sehr viele Skins, die immer wieder bei Reddit irgendwie vorgeschlagen werden. So Konzeptdesigns, und Epic Games übernimmt immer wieder mal welche. Zum Beispiel Tomatenkopf-Skin, dann der Dörrburger-Skin und diese Verbrecher, diese Diebe, die waren auch von Reddit im Prinzip. Und Epic Games hat die ins Spiel gebracht. Finde ich ziemlich cool. Rabbit Raider spiele ich ungern wegen Hasenohren. Die stören einfach und die waren am Anfang ziemlich hart verbuggt und haben so Grafikfehler gehabt. Noir, das ist für mich so ein Gangster-Skin, obwohl es ein Detektiv ist. Zusammen mit der Tommy Gun. Ich habe ein paar geile Screenshots gemacht, aber die Tommy Gun gibt es leider nicht mehr. Das war einfach die beste Kombination, die es gibt. Tommy Gun mit diesem Skin. Seitdem es keine Tommy Gun mehr gibt, spiele ich diesen Skin leider auch nicht mehr. Astronauten-Skins aus dem Battle Pass. Weiblicher Kratos-Skin. Das ist mein Dream-Team aus dieser Season. Zusammen mit dem Chamäleon. Also wenn Chamäleon hinten noch drauf ist, dann ist es halt Dream-Team 3000 einfach. Liebe ich sehr. Das ist mein Lieblingsskin aus diesem Battle Pass, Fable. Gefällt mir sehr gut, einfach so Rotkäppchen. Ich mag diesen Style. Battle Pass, Elite Agent, DJ Yonder erinnert mich an Seas, also CDN the Third. Cloaked Star, ich würde mir wünschen, dass wir mehr von diesem Style sehen werden. Vielleicht so ein rot-schwarzer Ninja irgendwie. Ich mag immer diese Farbkombination mit Rot und Schwarz, gefällt mir sehr gut. Leider hat dieser Skin keinen Backbling. So, weiter geht's, PlayStation Plus Skin. Battle Pass. So, jetzt kommen wir zu den Legendary Skins. Wildcard, der weiße John Wick sozusagen. Und diese Maske, ich weiß nicht, von vorne sieht die saugeil aus, aber von hinten, ich sag da immer so ein bisschen SM-mäßig zu, ich weiß es nicht. Ist aber trotzdem ein sehr geiler Style mit diesen einzelnen Karten als Gesichtsbemalung. Das war aus Rettet die Welt, den hat man ja bekommen. Und ich muss eins dazu sagen, ich habe Rettet die Welt von einem Zuschauer geschenkt bekommen, der mich einfach random auf YouTube angeschrieben hat und gesagt hat, ey Oleg, ich habe gesehen, du hast kein Rettet die Welt. Hier hast du einen Code, er hat noch einen Einladungscode gehabt, gönn dir. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Durch dich habe ich im Prinzip Rettet die Welt bekommen und zwei Skins. Dankeschön auf jeden Fall, sau korrekt, Ehrenmann. Dann hier... Battle Pass Skin, den fand ich ganz cool. Triceratops, da habe ich mir beide Dino Skins geholt. Die kommen auch als Funko Pop übrigens raus. Visitor war der erste Skin, den man, glaube ich, bearbeiten konnte vom Gesicht her, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, mit dem Update von diesem Skin kamen auch die einzelnen Varianten raus mit den Omega Skins und so weiter, soweit ich mich erinnern kann. Bin mir gerade nicht sicher. John Wick habe ich fast nie gespielt, vielleicht zweimal oder so, weil den irgendwann mal einfach jeder hatte. Aus Rettet die Welt, das war auch der zweite Skin sozusagen, den man bekommen hat für Rettet die Welt. Rex, das war mein erster Legendary Skin, wenn ich mich erinnern kann. Ich glaube schon, einer der ersten oder der erste Legendary Skin, den ich mir gekauft habe. Red Knight habe ich mir damals schon gekauft, Leute. Ihr habt niemand von euch, ich wiederhole es immer wieder, niemand von euch hat Beweise dafür, dass ich mir diesen Skin nachträglich irgendwann gekauft habe. OG, sag ich nur dazu. OG, den hatte ich schon immer. Raven Skin in beiden Varianten, weiblich und männlich. Den weiblichen finde ich cooler wegen den Flügeln. Sehen halt sehr geil aus. Ragnarok habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt. Finde ich zwar cool, aber wie gesagt, so die Level 100 Battle Pass Skins spiele ich einfach viel zu selten, weil einfach dann die neue Season schon beginnt. Omega habe ich auch nicht so viel gespielt. Ich habe leider die Farbvarianten nicht mehr freischalten können, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Mir haben, glaube ich, ein oder zwei Level in dieser Season gefehlt und ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen, das Leuchten freizuschalten. Oblivion, sozusagen die weibliche Variante. Das war ein Twitch Prime Skin. Fate habe ich mir, glaube ich, wegen dem Backbling geholt, weil es irgendwie so eine leuchtende Kugel war, fand ich ganz geil. Enforcer habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt. Den hat man ja in der letzten Season bekommen. Drift finde ich in dieser Ausbaustufe nicht so geil, muss ich sagen, weil einfach viel zu viel im Weg ist. Dieser Kragen stört einfach. Bei der Hunting Rifle, das ist meine Lieblingswaffe und da stört es einfach viel zu sehr. Das ist die Glühbirne, Dark Voyager. Ist eigentlich ganz cool vom Style, aber ja, die Glühbirne. Cuddle Team Leader habe ich sehr, sehr gerne gespielt, aber irgendwann mal wurde mir jetzt zu nervig mit diesem großen Kopf. Stört manchmal einfach sehr beim Aimen. Carbide. Calamity finde ich sehr cool und natürlich der Black Knight Stufe 100 Skin aus der zweiten Season.
beziehungsweise der allerersten, aus dem allerersten Battle Pass. Das waren alle meine Skins, Leute. Ich kann euch auch gerne nochmal irgendwelche besonderen Rucksäcke zeigen von den einzelnen Skins. Ich skippe hier einfach mal durch. Es gibt zweimal einfach dieses Schild. Hier, das ist aus dem Geburtstagsevent. Noch irgendetwas Besonderes? Ich gucke mal. Die Dinos sind natürlich cool. Diesen Backbling hat man ja geschenkt bekommen, weil Fortnite ja irgendwie Serverprobleme hatte. Irgendwie so ein, zwei Tage lang konnte man nicht spielen. Und dann hat Epic Games allen diesen Rucksack geschenkt. Hier haben wir das Ei. Das ist mein Chamäleon. Der heißt Oleg. Sehen wir einen Hund. So, gibt es da noch irgendwas Besonderes? Okay, das Schild. Genau, diesen Backbling fand ich so geil mit dieser leuchtenden Kugel. Ich skippe einfach mal durch. Die Flügel sind überragend. Die Schleife benutze ich mit am häufigsten, glaube ich, als Backbling. Das ist vom Teddybär, vom Pinken. Das ist vom Black Knight. So, das waren alle Backblings. Gucken wir nochmal schnell über die Gleiter drüber. Ich glaube, ich habe alle Regenschirme. Doch, ich müsste, glaube ich, alle haben. Das sind die Siegesschirme. Das war aus der allerersten Season, hat man einfach nur diesen Schirm bekommen. Das war vom Weihnachtsevent mit diesem Regenschirm. Ich weiß gar nicht, aus welcher Season dieser hier war. Das ist der Standardgleiter. Den hat man aus Rettet die Welt bekommen. Genauso wie diesen Gleiter hier vorne. Und das war aus Season 5, glaube ich. So, gucken wir nochmal schnell durch, ob es irgendwelche besonderen Gleiter gibt, die ich mir gekauft habe, die nicht im Battle Pass waren. Ich habe mir tatsächlich nicht so viele Gleiter geholt. Der Mako-Gleiter, genau, den hat man ab einem bestimmten Level, glaube ich, damals bekommen in der allerersten Season. Ist auch ein sehr, sehr seltener Gleiter, obwohl der halt wirklich so standardmäßig ist. Sehr schlicht gehalten, aber sehr rar und beliebt. Glowrider, den habe ich geholt zu den Night Skins. Den habe ich mir für die Dinosaurier-Skins geholt, hier mit diesen Streifen drinnen, die so ein bisschen an Sümüff erinnern. Bei diesen Gleitern bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das sind alles Battle Pass-Gleiter. Vielleicht auch von Twitch Prime der ein oder andere. Ich glaube, kann es sein, dass dieser von Twitch Prime ist? Bin mir gerade nicht sicher. Das ist aber auf jeden Fall alles Battle Pass. Den habe ich mir zum Raven-Skin geholt. Finde ich ganz cool. Das ist hier ebenfalls Battle Pass. Das ist von PlayStation, genau, Blue Streak PlayStation. Wings of Valor war aus dem Battle Pass und ich glaube, ganz am Anfang war dieser Gleiter so verbuggt, weil er so extrem laut war. Das ist einer meiner Lieblingsgleiter, muss ich sagen. Den spiele ich am häufigsten. Ich finde den super geil vom Style. Also ich glaube, ich würde sagen, dass das mein Lieblingsgleiter ist, dieser hier, Terminus. Diese ganzen Boote und so weiter mag ich eigentlich nicht so sehr. Die sind mir alle viel zu groß. Der war von Twitch Prime, genau. Das war ein Twitch Prime Skin. Den habe ich mir für die Dinos geholt, finde ich sehr geil. Auch, dass dieser Dino so schreit, so am Anfang, oder? Genau. Das war aus dem Battle Pass. High Octane, genau. High Octane, den hat man bekommen, wenn man John Wick freigeschaltet hat. Da hat man noch ein paar Challenges erledigen müssen, hat man diesen Gleiter hier bekommen. Quasi so ein Auto mit einem Spoiler hinten drauf. Get Down Battle Pass. Das ist auch Battle Pass. Oh, so ein riesiges Boot, genau. Und das ist mein einziger Legendary Gleiter, Frostwing. Super krass, aber auch viel zu groß. Dieser Gleiter ist einfach riesig. Der passt gar nicht auf den Bildschirm. Ein Gleiter, den ich verpasst habe, den ich mir auf jeden Fall noch holen muss, ist das Auto. Das rote Auto, wo ich gesagt habe, es erinnert mich an DeLorean. Da war ich leider in New York und habe es mir nicht kaufen können. Muss ich auf jeden Fall nachholen, sobald er da ist. Kommen wir jetzt nur zu den Spitzhacken und bei den Spitzhacken gehen wir mal schnell drüber. Wir haben hier Tenderizer, aber aus Twitch Prime. Dann haben wir hier Battle Pass, das war die allererste Spitzhacke. Reaper, das ist die Sichel vom Skull Trooper sozusagen. Ich weiß nicht, ob die wiederkommt, keine Ahnung, vielleicht kommt sie wieder, vielleicht auch nicht. Ich habe sie auf jeden Fall, war meine allererste Spitzhacke, ist natürlich sehr geil und sehr beliebt. Wahrscheinlich auch sehr teuer. Das sind alles Battle Pass Skins. Die war zum Detektiv, diese Lupe. Da habe ich mir, glaube ich, das ganze Set geholt. Das war Battle Pass zum Raben Skin. Iron Beak finde ich sehr cool. Die war auch von Twitch Prime. Die wurde nachträglich irgendwann mal reingepatcht. Die ist natürlich sehr cool. Das ist der Glowstick vom Night Skin. Die hört sich an wie ein Laserschwert. Also sozusagen mein Star Wars Laserschwert sozusagen. Und diese Spitzhacke ist eigentlich ganz nice. Battle Pass, das ist meine Kratos-Axt. Die habe ich mir geholt. Ich habe God of War 4 durchgezockt und ich habe das so gefeiert. Ich musste diese Axt auf jeden Fall haben. Die hat man sich erspielen können beim Event.
Crimson X ist zur Roten Ritterin. Balloon X, die habe ich sehr gerne gespielt letzte Season. Battle Pass, das war zu dem Venturion Skin, glaube ich, zu diesem Superhelden. Diese Spitzhacke ist eigentlich ganz cool. Battle Pass, die habe ich mir geholt zum Dark Bomber Thunder Crash. Da habe ich die normale nicht. Ich bin auch überlegen, wenn sie das nächste Mal im Shop ist, dass ich mir die vielleicht auch holen werde. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Die leuchtet, glaube ich, auch auf, wenn man Kills macht. Das ist die neue Sichel für die Skull Trooper Skins. Das ist aus dem Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Flugspuren habe ich, glaube ich, alle. Die einzigen, die mir nicht gefallen, sind die hier, also die Toilettenpapierrollen. Ich finde die witzig, aber sieht eher aus wie ein Grafikfehler, wenn man irgendwie runterfliegt. Die habe ich, glaube ich, auch ein halbes Jahr, bevor die reinkamen, geleakt. Die waren schon ein halbes Jahr vorher drinnen, glaube ich, ja. Die ganze Zeit drauf gewartet, so, ey, wann kommen die endlich, diese Toilettenpapierrollen? Aber, jetzt sind die auf jeden Fall drinnen. Bei den Tänzen habe ich mir, glaube ich, nicht allzu viele geholt. Ich gucke gerade mal, was ich mir gekauft habe. Genau, Dance Therapy habe ich mir geholt. Ist ja aus dem Film. Ist ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, Groove Jam, das ist einer meiner Lieblingstänze, muss ich sagen. Weil ich weiß nicht, ob er aus dem Battle Pass ist oder ob ich mir den gekauft habe. Ich glaube, der war aus dem Battle Pass. Hula habe ich mir geholt für die Rettungsschwimmerin. Das passt einfach extrem gut zu ihr. Das ist der Techno-Wikinger. Musste auch auf jeden Fall sein. Nostalgie pur. Das war Battle Pass. Genau, das ist auch einer meiner Lieblingstänze. Dieser K-Pop-Dance. Passt auch immer sehr gut zu sehr vielen Skins. Dann gucke ich weiter, ob ich noch irgendetwas habe. Den Dab habe ich mir gekauft. Den habe ich mir vor kurzem erst geholt. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ein oder zwei Monate auf diesen Tanz gewartet, bis ich den wiederfinden kann im Shop. Den habe ich mir geholt. Ist sehr geil. Make It Rain habe ich mir gekauft. Was habe ich mir noch geholt? Ich glaube, das war's, oder? Alle anderen Sachen, die ich hier habe. Ja. Orange Justice. Ja, alle anderen Sachen sind tatsächlich aus dem Battle Pass. Das war's mit dem Shop. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne selbst zusammenrechnen, wie viel mich das gekostet hat. Ich werde jetzt nicht irgendwie eine Rechnung irgendwie reinpacken und reinschreiben, so und so viel habe ich für den Spind ausgegeben, den ich aktuell habe. Das sind alle Skins, die ich mir innerhalb von einem Jahr erspielt oder erkauft habe. Ihr könnt es gerne selber zusammenrechnen, in die Kommentare schreiben, was das Ganze, was dieser Spind an Wert hat mit den OG-Skins und so weiter. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mein Spind nach einem Jahr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein.